Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die positiven Entwicklungen in diesem Etat, in diesem Einzelplan, wenngleich sie deutlich unter den Möglichkeiten bleiben, kann man durchaus hervorheben. Und da gehört die Gewaltschutzambulanz in jedem Fall dazu. Das ist so. Das kann man benennen. Das ist positiv. Das haben wir unterstützt. Wir haben es begleitet. Und die Kritik vom Kollegen Delius teile ich. Aber nichtsdestotrotz ist es der Einstieg in eine gute Entwicklung. Das ist eine Sache, die tatsächlich auch unseren Beifall findet. Das kann man an der Stelle deutlich sagen. Auf der anderen Seite sage ich trotz alledem, ambitionierte Gestaltung, dafür wäre jetzt Raum gewesen. Und im Unterschied, das ist ja heute schon mal hervorgehoben worden, zu einer Zeit, wo wir hier die Aufräumarbeiten für verfehlte Finanzpolitik zu leisten hatten, sind die Spielräume jetzt da. Ganz offenbar aber ist Tilgungssymbolik wichtiger als kraftvolle und sinnvolle Schwerpunktsetzung. Nehmen wir beispielsweise den Ausbau der Kinderschutzambulanzen oder die Ausstattung der Gewaltschutzambulanz in einer Weise, wie der Kollege Delius es vorhin ja hier auch hervorgehoben hat. Das hätten wir uns beherzter gewünscht, das hätte man auch machen können. Ausbildung und Stellenbeschaffung im öffentlichen Dienst, im allgemeinen Vollzugsdienst und in den sonstigen Justizvollzugsbereichen ist auch eine Sache, die wir unterstützen. Auch hier ist die Situation so, wir mussten jahrelang abbauen. Wir haben im Übrigen im Justizbereich durchaus auch eingestellt. Also es ist, was die beiden Kollegen hier über die rot-rote Zeit gesagt haben, einfach nicht wahr. Aber im Justizvollzugsbereich, da ist in der Tat die Decke dünn, da passiert jetzt was. Auch das unterstützen wir und wir finden es richtig, auch wenn wir es uns planvoller gewünscht hätten. Und das Personalentwicklungskonzept des Senats, diese 13 Seiten mit Tabellen, die wir im Frühsommer zugestellt bekommen haben, das verdient ja den Namen nicht. Ich hätte mir gerne tatsächlich gewünscht, dass man mal hingeguckt hätte, wo liegen die Probleme, wo muss nachgesteuert werden, wo setzt man auch neue Akzente. Hier mal ein paar Stellen, da mal ein paar Stellen. Das reicht eben nicht aus. Und die Begründungen für die jeweiligen Stellenaufwüchse, der Kollege Behrendt hat es hervorgehoben, sind eben tatsächlich dünn. Und eine interne Organisationsuntersuchung zur Angleichung der Struktur der Justizvollzugsanstalten ist halt auch kein genauer Blick dahin, welcher Behandlungs- und Resozialisierungsbedarf besteht und welches Personal man dafür braucht, sondern es ist doch eher das Anlegen des dicken Meters. Insgesamt ist die Tendenz, Kollege Behrendt hat das völlig richtig hervorgehoben, mehr Häuptlinge, weniger Indianer. Das trifft in den Vollzugsanstalten zu, das betrifft die Verwaltung insgesamt und das finden wir in der Tat nicht richtig. Die Abarbeitung von Dauerproblemen wird nicht engagiert angegangen. Stattdessen hat man den Eindruck, die Koalition pflegt ihre Hobbys und dann wird ein bisschen Klientel bedient, mehr symbolisch, ohne wirklichen Sinn. Verbraucherschutz. Die Abteilung wird saftig aufgestockt, dabei fragen sich die Eingeweihten, was dort eigentlich geschieht. Die Verbraucherzentrale auf der anderen Seite, die systematisch unterausgestattet ist, verharrt auf dem Niveau. Das finden wir an dieser Stelle nicht korrekt. Ja, unter Rot-Rot hat die Senatsgesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzverwaltung mit einem Staatssekretär mehr geleistet als die Senatsjustizverwaltung mit zweien. Das ist Stückwerk, große Linien sucht man vergeblich. Verbraucherschutzpolitische Leitlinien sind das letzte Mal vor Beginn dieser Legislaturperiode diskutiert worden und ein ordentlicher Schluck aus der Personalmittelpulle ist in der Sache eben tatsächlich nicht begründet. Dramatisch ist nach wie vor die Besoldungssituation. Die Anpassung an den Bundesdurchschnitt, das zieht sich über alle Einzelpläne, lässt auf sich warten. Die Überprüfung der Verfassungskonformität der Richterinnen und Richterbesoldung, da prüft der Senat jetzt ein halbes Jahr. Wir wissen nicht so richtig, was er prüft und wie lange er prüft. Irgendwann werden wir es vielleicht noch erfahren. Naja, und der große Schwerpunkt der Landesjustizzuständigkeit ist und bleibt der Vollzug. Und da kann ich nur sagen, Vollzug ist mehr als Wegsperren. Vollzug ist vor allem Resozialisierung. Und es ist von den beiden Kollegen gesagt worden, Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsinvestitionen stehen für sie im Vordergrund. Ich sage nur, eine überzeugende Personalplanung statt dem Fahren auf Sicht, eine vernünftige Vergütung, eine Anpassung der Besoldung, eine gute Ausbildung für das Land Berlin. Wir müssen doch die Leute nicht ausbilden, dann wandern sie in andere Bundesländer ab. Das steht aus, kommt auch mit diesem Haushalt nicht. Haftvermeidung, die Bekämpfung von Ersatzfreiheitsstrafenabsitzungen und die Vorverlagerung der Entlassungszeitpunkte, all das sind Baustellen, die sind unbearbeitet. Und das Strafvollzugsgesetz selbst unambitioniert und die Fortschreibung des Status quo sollte ursprünglich vor dem Haushalt beraten werden, damit die Ergebnisse noch einfließen können. Jetzt hat man konsequenterweise gesagt, wir machen es danach. Ja, klar, weil Haushaltsauswirkungen gleich null. Letzter Punkt. Spielräume für die Tarifanpassung bei freien Trägern sind nicht genutzt worden. Das ist schade. Es wäre doch endlich an der Zeit. Sehr, sehr lange ist da nichts passiert. Über die Gefangenenentlohnung ist nicht wirklich diskutiert worden. Die Öffnung der totalen Institution Gefängnis, nichts da. Also, so oder so, man hätte eine Menge machen können, aber der Kollege Behrendt hat recht. Es ist in den wesentlichen Punkten die Festschreibung des Status quo und nichts passiert.
Referendarausbildung, wir loben das, dass die Bezüge angehoben werden sollen. Allerdings wollen wir es erst mal sehen. Nur warum man jetzt die Bezahlung der Referendare gegen den Umfang der Referendarausbildung ausspielt, das konnte mir bisher keiner erklären. Es ist bedauerlich. Wir werden Ihrem Etat nicht zustimmen.